Und damit herzlich willkommen und einen wunderschönen Mittwoch. Wir starten wie immer mit Formel 1 und dem großen Preis von Spanien. Ein Rennen, das auch so seine Tücken hat. Kann man ruhig ehrlich zugeben. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. So. Ein Rennen, das durchaus auch seine Tücken hat. So eine Strecke, die durchaus seine Tücken hat. Aber wir wissen ja schon mal, es soll nicht regnen. Sonne und noch mehr Sonne, das ist sehr schön. Dann erwarten wir nämlich Ergebnisse. So. Ein paar, die letzten Rennen sind nicht ganz so geil gelaufen. Gerade Baku gestern war ziemlich kacke. Ja, mit der Verbesserung Verbrennungsmotor, das hat nicht gelübt, das hat auch nicht gelübt, stimmt, da war ja was, ne? 2, also ich würde sagen, das hier probieren wir auf jeden Fall nochmal. Das hier auch. Und dann schauen wir das nächste hier noch, was hier noch zu machen ist. Weil hier müsst ihr dann halt schon die Strapazierfähigkeit ran, da müssten wir bei den 1000 sein, die wir eigentlich bekommen müssten. Weil die kosten halt hier mehr, die MGUH, generell die Strapazierfähigkeiten. Also das hier muss halt wenigstens dieses Rennen noch reichen. Und das wird schon hart. Also wir können halt Spanien schon nicht mit Topleistung fahren. Da warte, lebst du auch 124 Runden, das wird halt knäppjes. Naja, schauen wir mal. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? In Training 1. Klar, keine Frage, wir fahren aufs Trocken-Setup. Ganz logisch. Das Ding ist, ich glaube, auf Spanien brauchen wir gar nicht so viel Top-Speed. Es ist grundsätzlich eine recht kurze Strecke mit nicht allzu langen Geraden. Ich glaube, es gibt zwei lange Geraden. Aber gut, dann müssen wir uns das mal angucken. Zeit für das Training hier auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix von Spanien. Bald werden sich die Teams auf die Strecke begeben und uns mit Sicherheit ein sehr interessantes Training bescheren. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuschauer und natürlich auch an Stefan Römer. Stefan, es steckt ja augenscheinlich eine Menge harter Arbeit in diesen Sessions. Da wird eine Menge simuliert, eine Menge nachgedacht. Ist das eigentlich alles nur lästige Routine oder haben die Fahrer trotzdem an so einem Training auch noch Spaß? So etwas wie Routine gibt es sicher nicht, wenn es um das Fahren eines Formel-1-Autos geht. 300 Kilometer in der Stunde auf der Geraden, 4G in den Kurven. Die Fahrer können die Kräfte, die auf ihre Körper wirken, gar nicht ignorieren. Das ist harte Knochenarbeit, Runde für Runde. Aber ich denke nicht, dass einer der momentanen Fahrer seinen Job als lästige Pflicht bezeichnen würde. Auch falls man mal einen schlechten Start ins Rennwochenende hinlegt. Wenn man konzentriert weiterarbeitet und die Ruhe bewahrt, bekommt man die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Ja, Ruhe bewahren, das müsste ich mal mehr können. Und besser bremsen, wenn ich hinter irgendwem bin. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus der Werkstatt. Das steht Karl, aber okay. Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. So, was haben wir denn hier? Haben wir halt eine große Gerade und die andere. So, es ist halt nicht so krass auf Topspeed. Ich weiß jetzt nicht, wie man durch die Parabolika die lange durchfahren kann. Also Turn, warte mal, 1, 2, 3, meine ich, die lange. Andererseits, naja, müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir noch wechseln tatsächlich. Mit der Antrieb an Leistung, ja. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen.
Ich lese mir gerade durch, was die Sachen alle machen. Naja. So, gucken wir mal. Das sieht ja gut aus. Qualifying Rennen, alles Sonne, Sonne, Training 2, Training 3, Sonne. Schön. Das erste Mal, dass ich die Strecke, glaube ich, mit Sonne fahren darf. Also wie gesagt, der hier muss halt noch reichen. Ich weiß nicht, wie er das kann, aber er muss einfach noch reichen. Wir haben keine andere Schnitte sonst. Der muss reichen für diese Strecke. Vielleicht sollten wir ein paar Runden. Ah, okay, starten wir mal mit der Streckenaklimatisierung. Nein, erstmal muss ich ein Setup machen. Autoeinstellungen, so definiert Setup. Bangen, ich hab gar kein Setup. Oh Gott, zum Glück regnet's nicht. Aber ich bin da letztes Jahr Spanien im Regen gefahren. Runde. Eins wollte ich mal nachgucken, wie viel Abtrieb haben wir denn drinne? Bremsdruck, nee, wo war das denn? Was ist das hier? Eckflieger Aero? Müsste da eigentlich der Abtrieb sein? Keine Ahnung, müssen wir uns jetzt mal anschauen. Na okay, fahren wir mal raus. Hier gibt es halt eine Stelle, die ist super schwer. Und eine, die ist beim Anbremsen super schwer. Und die erste super schwere, das ist eine beim. Das ist die zwischen Sektor 2 und 3. Da geht einem gerne der Arsch weg. Weil ich muss halt wirklich gucken, dass ich nicht zu hoch drehe, ey. So am Arsch, wie die Karre schon ist. Hi, na? Du schreibst so I. Oder Doppelpunkt I. Das ist kein Problem. Hier kannst du überholen vergessen. Dafür ist die KI hier viel zu schnell. Hier habe ich mich bei Regen immer rausgedreht. Hier in der Kurve. Auch möglichst den Randstein nicht mit dem Hui. Und das Ding hier rausbefallen kann ich halt null. Hier kommt dann die Stadt und Ziel. Stadt und Ziel. Ist ein I. Kleines I und warum nicht? Achso, okay. Und das hier ist halt die gefährliche Stelle, wo man. Ja, enorm im Abtrieb aufpassen muss. So, stelle ich das doch mal auf hoch und jetzt gehen wir mal Gas. Oh, ja. Sagt er, musst du erstmal wieder vom Gas runtergehen. Oh Gott. Ja, Parabolikas muss man erstmal lernen. Die sehen halt nicht so schwer aus, sind sie aber. Weil wegen diesen Stellen bin ich schon froh, dass es dieses Rennwochenende nicht regnen soll, ey. Muss halt verdammt hart mit Zwischengas arbeiten und das geht halt null mit Controller. Ja, der Peller muss sowieso weg. Und hier gibt's halt am besten gar kein Gas durch, so. Kann ich zumindest nicht. Nicht mit dem Wagen, nicht mit dem Setup. Wie das später mit kaputten Reifen sein wird, das wird noch lustig. Auf jeden Fall war die Runde super langsam, wie ich finde. Aber anders langsam. Na, die war auch kacke.
Zeit bringt dich hoch auf P2. Naja, war immer eine saubere Runde. Da muss ich jetzt mal gucken, die Streckerklimatisierung mal zu machen. Unsere beste Runde liegt jetzt so. Bei 1,26. Aber das habe ich fliegende Runde gemacht, das ist so ein Scheiß. Ich weiß auch nicht, ob der in der simulierten Outlap auch Reifen, auch Motorabnutzung mit reinbringt. Wir ziehen schon ja mal auf Fett. Boah, schließlich nur für 3 Runden. Und nicht für 5. Hier war ein bisschen sehr eng. Hier bin ich jetzt dafür zu langsam. Ich glaube, mit der Parabolika kannst du gut überholen, weil die KI da sowas von langsam ist. Kann ich mir vorstellen. Ja, wow. Super. Das ist halt das Problem an der Streckenklimatisierung. Das Spiel will, dass du zwingend auf der Ideallinie bleibst. Und dann versuchst du es, auch wenn du anders aus der Kurve rauskommst, den letzten Scheitelpunkt wieder zu treffen, aber den triffst du nicht. Und dann passiert da, was gerade passiert ist. Dann stichst du da zu hart rein und machst den Abgang. Aber gut, sowas wird im Rennen nicht passieren. Weil im Rennen gebe ich halt Fick eigentlich auf die Ideallinie. Zumindest größtenteils. Nur rennen wird das Ding hier vorne ein Problem. Da musst du halt genau gucken, wann du kein Gas gibst. Oh, okay, da bin ich jetzt ein bisschen rausgerutscht. Parabolika ist halt super schwer zu fahren, ey. Huh. Ich finde halt, man kann die enger fahren, die Parabolika, und ich werde die auch enger fahren im Rennen. Insofern ich nicht Verkehr vor mir habe. Insofern ich Verkehr vor mir habe, werde ich die enger fahren. Da kann man halt an sich ganz gut überholen. Da muss ich echt aufpassen beim Rausbeschleunigen, dass ich da keinen Abgang mache. Oh, ich hab den noch erwischt. Nee, hab ich gar nicht erwischt, stimmt nicht. Das war DRS, was ich erwischt hab. Aber alles war eine ganz gute Runde. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Der Kevin. Da kam der Kevin aus der Box. Aber die Parabolika ist halt hart AIDS für den Verbrennungsmotor, weil du hier halt Vollstoff durchfährst. Musste ich gar nicht bremsen. Ups, okay, da war ich einfach zu langsam. Hab gedacht, da wäre ein Bremspunkt.
Programm abgeschlossen. Programm abgeschlossen. Wir können mit den Ergebnissen arbeiten, aber du kannst das definitiv besser. Du solltest es nochmal versuchen. Das stimmt. Obwohl mir das eigentlich ganz gut gefallen hat. Ich meine, gut, ich hatte jede Runde in der Regel einen Fehler drin. Aber hey, da machst du halt nichts dran, ne? Oh. Oh, vielleicht haben wir uns kurz berührt. Maybe. Okay, du musst an die Box, bevor die das... Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Da mit kaputten Reifen durch wird halt richtig AIDS, ey. Da mit kaputten Reifen wird halt richtig weird. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Was soll ich die hier nochmal mit Stoff zu fahren? So, vom Gas runter war schon wieder eigentlich zu viel. Naja. Schauen wir mal. Ich bin auch gerade von den Zeiten her auf dem langsamsten Reifen unterwegs. Oh, Boxen einfach muss ich auch aufpassen, dass ich mich daran nicht kille. Oh. Ja, deswegen komme ich an die Box, du Schlaukopf. Okay. Jetzt aber die Runden waren nicht die geilsten. Also so viel besser geht halt auch nicht mit dem kaputten Motor. Ich meine, ich könnte ihn halt wechseln und wenn der bei 80% ist, werde ich ihn auch noch vor dem Rennen wechseln. Weil sonst führt das nichts. Und eigentlich dürfte ich keine Strafe bekommen, oder? Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber... Glaub nicht. Na gut, das war halt überhaupt nicht gut. Aber eigentlich hat es mir gefallen. Also wenn man es so sieht, ist das... Ja gut, Turn 9 der Rot ist... 25,8. Alter, 69%. Den werde ich vom Rennen nochmal wechseln müssen. Holy shit. Und die MGUH ist auch nächstes Rennen dran. Ja, ich fahre nicht besonders Motorsparen, wie man vielleicht merkt. Oh Gott, ist ja richtig RIP, wenn ich jetzt rausgehe. 245,6 Kilometer pro Stunde. Ich hab nur Einsatzreifen? Ist ja scheiße. Nur Einsatzharz im Training? Da dreh ich schon mal hoch, aber nicht auf Hotlap. Das habe ich schon mal nicht gut genommen. Wie schnell schafft der Wagen das überhaupt auf der Geraden? 300. Boah, der zieht übel nach links. 312, 300. 320, das geht noch. Das geht halt wirklich noch. Das ist nicht optimal, aber es funktioniert. Aber der Seitenwind, dass der auf der Stadt uns hier so krass ist, hätte ich nicht gedacht. So wie ich da in Richtung Tribüne getragen wurde. Oh, nicht hier schon wieder. Die werde ich im Rennen halt komplett anders fahren. Das ist halt nur, weil ich jetzt die Ideallinie treffen muss. Für das Rennprogramm. Das Trainingprogramm. Und da war ich jetzt zu weit am Randstein, um weiter Gas zu geben. Wie sich der Motor beim Anbremsen anhört, er ist ja ganz schön schlimm.
Darf ich vorstellen? Die perfekte Rennrunde. Alles lila. Okay, Test abgeschlossen. I like it. Gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Das war die perfekte Rennrunde. Trotzdem habe ich mich auf den harten Reifen nicht verbessert, ey. Also so gar nicht. Naja, gut, dann sind die hier offenbar wirklich nicht so geil. Naja gut, dann machst du nix. Wenn man hier gar nicht den Randstein berührt, funktioniert die ganz gut sogar. Solange man halt da nur den Randstein nicht berührt. Ja, und genau das wird das Problem mit der Kurve sein. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich falsch gemacht habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich jetzt falsch gemacht habe. Im Vergleich zu gerade eben. Ja, vielleicht bin ich zu früh rein. Das kann sein. Zu früh eingelenkt, dadurch zu viel Curb mitgenommen. Kein Plan. Keinen einzigen Plan. Naja, schauen wir mal. Danke sehr. So, no. Meine einzige perfekte Rennrunde bis jetzt. Optimal. DRS aktiviert 0,04 Sekunden. 400 habe ich gebraucht, um DRS zu aktivieren. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,25,8. Ich werde den auf jeden Fall wechseln müssen, ey. Keine Chance. Scheiße, Sektor 1 und Autoeinstellung muss ich noch ein bisschen abändern, okay. Dann machen wir mal Qualifying Tempo, würde ich sagen, ne? Mal das erste Mal mit schnellen Reifen aus. Kann ja lustig werden. Jetzt muss ich allerdings die Leerlinie nicht mehr zwingend treffen. Mal ein bisschen weniger Diff. Wie ich direkt Plus kriege, ey. Holy shit. Gerade verliere ich so viel Zeit, das ist anders krank.
abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Ich zeige dir die Zahlen. 7.1.24. Bin Dritter auf den Reifen, ist gerade gefahren. Naja, ist alles nicht so optimal durch den Motor. Verbrennungsmotor bei 70%. Oh, ich weiß halt nicht. Ich hab halt eigentlich hart keinen Bock mit dem Motor ein Rennen zu fahren. Nachher. Jetzt recht, wenn ich hier schon merke, wie schlecht es dem Wagen mit diesem Motor geht. Naja. Aber 70% sind halt noch kein Grund zu wechseln. Obwohl es ist schon langsam ein Gelb, das ins Orange übergeht. Von der Farbe her. Weil schauen wir mal. Ob der nach den Trainings unter 75 noch ist. Ich sag mal so, aufgrund dessen, dass es. Was mache ich hier falsch? Ohne Witz. Manchmal bin ich sogar langsamer als gewollt und rutsch raus. Beschleunigt er einfach zu früh wahrscheinlich, ne? Deswegen fahre ich halt auch Auto und Innenleb so gottverdammt vorsichtig. Wenn ich mein Gerät bloß nicht kaputt mache. Also noch kaputter. Das sind der Rest halt echt noch fein. Gut, der Turbolader hat ein bisschen, hat Hälfte abbekommen, aber das ist halt noch nicht das Drama so. Hitze und Verbrennungsmotor sind halt das Problem aktuell. Und das Ding ist halt, wie lang... Okay, mit dem Verbrennungsmotor, den habe ich jetzt das 5. Rennen. Es gibt 20 Rennen. Heißt, ich brauche theoretisch 4 Teile. Ich habe aber 3. Ohne Strafen zur Verfügung. Bedeutet, wenn ich mir in Japan gegen Ende der Saison nochmal komplett einen neuen Motor reinballer, dann logischerweise, also komplett bei allem die nächste Stufe, die man ja eigentlich ohne Strafe nicht bekommt, mir reinballer... Dann natürlich logischerweise in Japan als letzter starte. Habe ich für die letzten Rennen nochmal einen komplett frischen Motor. Und dann wird es auch hinhauen, so wie ich den brauche. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich in Japan Punkte hole, weil Japan eine Scheißstrecke ist. So, ich schätze, Qualifying-Pole-Zeit ist eine Sekunde schneller als ich das war, ey. Ach, holy shit. Holy shit. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 24,6. Auf das erste Team schalte ich jetzt auch. Ich fahre nicht nochmal raus. Ich bin hier auf Lila, habe maximal an Punktezahl mitgenommen. Mehr mache ich da nicht. Nicht mit dem Motor. Das verbraucht halt alles nur Motor. Rennstrategie machen wir jetzt in der nächsten Quali und dann ist gut. Was sagen die Zeiten? Ich bin noch vor Bottas. Ich werde... Also im besten Fall best of the rest. Vielleicht noch vor den Red Bull, obwohl Verstappen fährt anscheinend ganz gut. Der ist mir erste Sekunde schneller. Kommt der erste Ferrari, der sich vor mich drückt? Mit schwächeren Reifen wohl bemerkt? Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Naja. Verstappen, Bottas und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum wenn ich so auf 5 Jahre starten könnte, dann wäre ich ja d'accord damit. Aber dann müsste ich erstmal auf 5 starten. Frage ist, ob ich am Start wegkomme mit dem kaputten Motor. Das könnte auch mal witzig werden. Eigentlich sind meine Starts ja relativ gut. Naja, warten wir mal ab. Ja, Ruf steigt. Was haben wir jetzt? 288 Ressourcenpunkte. 117 Runden. Wenn man sich jetzt so anguckt, so 117 Runden reicht der locker noch. Aber der ist halt Fritte. Also, Optimalleistung ist halt schon seit letztem Wochenende nicht mehr möglich. Oh, das Getriebe, da bin ich so froh drüber, ne, dass es so gut aussieht. Echt, dieses Rennen, dann ist das Getriebe auch, weiß ich, vielleicht 65, höchstens 70. Das wird auf jeden Fall noch reichen. Ich hoffe nur nicht, dass mir dann in Monaco ein Gang ausfällt, aber das sollte schon funktionieren.
Das funktioniert ganz gut. Das ist gut, dass wir da direkt zwei geskillt haben. Dann können wir auch, glaube ich, erstmal so lassen. Wait. Da wollte ich hin. Hier die beiden reichen, glaube ich, erstmal im Getriebe. Jetzt kommt halt erstmal MGUH dran. Und danach würde ich halt, glaube ich, am liebsten nochmal einen Verbrennungsmotor machen. Oder danach schauen wir schon mal nach dem Turbolader. Weil der fängt ja auch langsam schon an zu schreiben. Das Ding, das nur hier oben kostet, das so fucking viel. Aber okay, ich mache jetzt erstmal die Sachen, die fehlgeschlagen sind, weil die sind günstiger. So. Und dann gehen wir in Training 2. Da bin ich froh, dass es die ganze Woche nicht regnet, ne? Ich kann keinen Regen mehr sehen. Regen in der Quali von China. Wo ist am Ende noch vor Dulli, weil ich einfach nicht rausgefallen bin? Gut, das war dumm. Regen in der Quali von Baku. Wo ich mich dann am Ende noch wegrasiere. So, Rennstrategie. Let's go, fliegende Runde. Ist eh noch keiner draußen. Hoffe ich. Seht dich. Denke ich mal. Ah doch, ein Williams ist vor mir. Na ja, gut. Da werde ich halt jetzt hart in die Eis gehen müssen, weil der wird mich aufhalten. Ah, hinter mir ist ja gar keiner. Können wir mal ein bisschen tuckern. So, machen wir jetzt Rennstrategie. Mach ich mal auf hoch. Man hört halt übelst, wie sich dieser Motor anhört. Ey, das ist halt richtig krank. No, wait. Warte mal. Ah ne, das ist die MGUH, die oben ist. Verbrennungsmotor steht unten. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal schneller auf der Geraden. Kann auch sein, dass ich vorhin einfach schlecht rausbeschleunigt habe. Ja klar, jetzt war ich in Sektor 1 der Beste, ist logisch. Auch wenn ich sie im Qualifying-Programm gebraucht hätte. Okay, ist aktuell glaube ich nicht schwer, weil ich der Einzige bin, der fährt. Beziehungsweise der Williams ist vor mir und Williams ist nicht wirklich wettbewerbsfähig. Ich meine, es ist Williams, was wir mal erwarten. Der Schikane habe ich halt echt Angst, ey. Ich sag mal so, wenn ich die weit genug außen ausfahre und wirklich kein Gas gebe, dann ist ja fein, aber ich weiß halt leider nicht, wie die KI da durchfährt. Und wie nah ich da hinter einem sein sollte, bevor ich einen drauf fahre. Oder wie weit weg ich hinter einem sein sollte. Machen wir mal so. Klar, den ersten Teil habe ich schon mal deutlich besser genommen als gerade eben. Ich habe halt so Angst, dass die KI einfach so hart langsam ist in diesen schnellen Kurven. War nicht so früh beschleunigen da, sonst schmeißt man sich mit vollem Tank nachher weg. Das ist nicht gut. Das Problem ist halt, ich sag mal so, hier hinten kann man gut reinstechen später. Aber halt die Kurven zu treffen, aus denen man gut rausbeschleunigen muss für DRS, ist halt super schwierig. Also, das sind halt Kurven, die mir echt nicht gefallen. So, wer ist da vorne? Ist immer noch der Williams, auf den ich auch voll, ja super. Schon wieder ein paar km/h schneller beim Messpunkt.
Kubica fährt auf hart, also macht er wahrscheinlich die Streckenakklimatisierung gerade. Heißt, der ist logischerweise. Eigentlich müsste der nicht so schnell sein wie ich. Ich hoffe, der lässt mich nachher vorbei. Die Kurve mit vollem Tank wird halt echt anders krank. So, Kubica, wie machen wir das jetzt, Kumpel? Wie machen wir das jetzt, ha? Du bist definitiv langsam, wie es jetzt gerade aussieht. Wann lässt du mich vorbei? Gar nicht? Na, dann drücke ich mich jetzt hier vorbei, ist mir auch egal. Ich habe, glaube ich, ein bisschen Zeit verloren, aber war nicht ganz so schlimm. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ja, da kann er wieder fahren. Ich bin nämlich fertig. Status Support. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Okay, ach, da sind zu wenig Leute gefahren bis jetzt. Okay. Na gut. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Okay, da können wir, finde ich, gut in die Quali reingehen. Ich sag mal so, mit vollem Tank wird das hier halt schwierig in der. Da muss ich halt hart gegenlenken jedes Mal und einfach hoffen, dass ich mich da nicht nach links wegschmeiße. Und die halt möglichst gut treffe. Ich weiß, dass man die mit fast Fullspeed fahren kann. Bisschen vom Gas runter und dann kann man hier gut rausbeschleunigen eigentlich. Und hier hinten kann man ganz gut reinstechen. Und da muss ich halt gucken, dass ich die hier kriege. Ja, wenn man da zu weit rauskommt, dann merkt man richtig, dass die Straße an der Stelle wieder kalt ist. Also die musst du halt einfach treffen. Um da ordentlich durchzukommen, sonst ist halt RIP. Na gut, über Reifenabnutzung will ich gar nicht reden. Lieber Motorabnutzung. Reifenabnutzung ist mir mittlerweile so egal. Na komm, dann mach mal ein bisschen Gas. Wahrscheinlich haben wir jetzt eh schon Feierabend, weil ich fertig bin. Oh Gott, die Quali kommt auch noch, ne? Die ich mit dem Verbrennungsmotor fahren muss. Danach weiß ich nicht, ob es überhaupt noch, ob es dann eine Strafe gibt, wenn ich ihn dann wechsle, weil eigentlich ist es dann zu spät für sowas. Ups, hier wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Auf 208 Runden 71%. Das wird hart. Ist auf 71, jetzt am Ende von der Quali. Ende von der Quali wird er auf seinen 75 sein. Dann hoffe ich, dass ich ihn irgendwie bei 85 im Rennen beende oder so. Ich würde gerne sehen, wie viel Prozent der auf einer Runde kriegt. Also das sind dann halt logischerweise wahrscheinlich 0,0 noch was. Aber könnte man sich trotzdem gut hochrechnen. Okay. Na gut, hier kriege ich das letzte nicht, das ist aber egal. Letzte Pole-Zeit. Ich will immer noch eine. Ah ne, Quatsch, das ist das. Qualifying Tempo. Ja, gut, im Qualifying Tempo hatte ich auch zu viel Sprit dabei, muss man bedenken, ne? Ziel ist 13. Und das habe ich erfüllt. Naja, gucken wir mal. Ich sag mal so, ich will natürlich ungern die Schuld auf was anderes schieben, außer mein Fahrverhalten. Aber in dem Fall ist es halt wirklich der Verbrennungsmotor, der langsam zum Stress wird. Weil mit diesem Motor hätten wir auch Bahrain nicht gewonnen, davon mal abgesehen. Mit diesem Motor, also klar, es ist der Motor, aber mit dieser Abnutzung des Motors hätte das nicht funktioniert.
Ich bin aber anscheinend noch best of the rest. Klar, an die Top-Teams komme ich nie ran. Die Mercedes und Ferrari. Keine Frage. Aber ich bleibe erstaunlicherweise hier noch vor Red Bull. Das finde ich interessant. Na gut, Checo ist ganz knapp hinter mir, ne? Red Bull ist generell kacke auf der Strecke. Da gibt es eigentlich ziemlich viele Kurven. Na gut, Verstappen fährt auch nur auf Harz. Der macht gerade die Streckenaktivatisierung. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei. Ist okay, Quali wird spannender jetzt. Oh Gott, ich habe Angst. Ich würde echt gerne nochmal Punkte holen. Also in den letzten beiden Rennen nichts geholt, das ist kacke. Naja, schau aber. Dann gucke ich jetzt mal, wie der Motor ist. Ganz frisch. Ganz frisch in der Quali. Ich sag mal so, jetzt sind wir in die Quali reingeschaltet, jetzt werde ich noch nicht mehr wechseln. Werde ich jetzt, glaube ich, ohne Strafe gar nicht mehr können. So, 235. Wettervorhersage sagt Sonne, sehr schön. Echt jetzt, mir fehlen ein paar? Ja, fuck you. 72, okay, ja, schauen wir mal jetzt nach der Quali. Insofern überhaupt mal gucken, wie ich bei meiner Zeit, wie weit ich in der Quali komme. Also, wie gesagt, Ziel ist wieder Q3 erreichen, aber ob das jetzt machbar ist, ist die Frage mit dem Motor. Ich bezweifle es ganz ehrlich. Willkommen Leider. Auf dem Circuit de Barcelona, Catalunya, wo die Teams in den nächsten Minuten ein hektisches Training im Kampf um die besten Rundenzeiten beginnen werden. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Yep. Boah, ey. Hallo? Oh, falscher Knopf. Ja, 6 Kilo, 3,8 Runden werden reichen. Vorbei, aber zu viel Zeit, wenn ich das jetzt noch wechseln will. Wenn, dann muss ich das halt später wechseln. Aber ich, wie gesagt, ich werde das gar nicht verwechseln, ganz ehrlich. Ja, habe ich eingestellt, Parkvermehrregeln. Wir fahren raus. Wo mal in die erste Runde. Jetzt kommt es halt drauf an. Ich kann mir vorstellen, okay, Platz, also wir waren ja Platz 13, war ja das Ziel, da waren wir ein paar Sekunden besser. Ich hoffe halt wirklich, es reicht. Es reicht für ins dritte Q.
Hier darf ich halt nicht zu weit innen sein. Muss man auch noch Gas geben, weil von da hinten kommt was. Und dann ist ein Red Bull, der wird nicht allzu langsam sein. Und hinter dem will ich nicht noch kommen, weil ich habe hier gerade so schönen Platz vor mir aufgebaut. Na gut, da komme ich jetzt nicht gut raus, statt Gehüppe. Der wird da wohl jetzt nicht in Erwägung ziehen, an mir vorbeizuziehen mit DRS, oder? Ja, gut, nee, so schnell kommt er nicht ran. Hatte kurz Angst. Lando fährt eine 1,25 glatt. Er holt fucking auf, der Red Bull, ey. Sollte schon mal zeigen, dass ich auf gar keinen Fall schneller als Red Bull bin. Aber es war, glaube ich, auch die gesamte Runde nicht gut. Dritter. So hat man sich formlich geschoben. Leclerc fährt auf den Mediums raus. Also auf sowas die Mediums rausfahren, das kann ich ja komplett vergessen. Das bringt halt überhaupt nichts. Beziehungsweise das. Ja doch, das bringt auch nichts. Bringt halt einfach nichts, das ist halt Bullshit. Kev ist also auch dann langsam, okay. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Da musste ich jetzt gerade tatsächlich anhalten. Sonst wäre ich da wohl wieder in den Weg gekommen. Naja, wenn es bei dem dritten bleibt auf den Reifen, bin ich ja zufrieden. Aber erstmal gucken, wie viel schlechter ich bin und wie viel schlechter Leclerc ist mit den gelben. Und was Nico macht auf denselben Reifen, das ist halt auch noch die Frage. Aua, Knie gestoßen. Ich glaube, für Session 1 sollte er erstmal reifen. 1,23,4, 1,23,8. 1,23,9, ach scheiße, Dreck, ey. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 23,4.
Will nicht nochmal raus in die Sack. Quali. Das sollten wir auch nicht machen. Wie weit ist 15 weg? 15 ist 3 Sekunden weg. Was ist jetzt passiert? Oh, Vettel hat sich vor mich geschoben. Wait a minute. Wir sind 20. auf dem Temporadar. 223,6 Kilometer pro Stunde. Okay. Gott, ich habe Angst. Ich habe mir mit solchen Sachen das schon mal verpokert. Oh Gott. Okay, ich bin noch dabei. Bin aber noch auf 9 abgestiegen. Also jetzt muss ich halt alles reinschmeißen, was ich habe. Jetzt muss ich halt alles reinschmeißen, was ich habe. Was haben wir so auf den Dingens? Brauche ich es halt gar nicht mehr zu probieren. Auf den Mediums brauche ich gar nicht probieren, das wird nichts. Das wird dann nichts. Schon wieder ein Red Bull hinter mir. Jetzt lasse ich den aber vor. Obwohl, dahinter kommt ein Ferrari. Das ist noch nicht viel besser. Andererseits kann ich mir jetzt ein bisschen dazwischen hängen. Da habe ich zwar logischerweise Albon vor mir. Natürlich muss es auch Albon sein, der langsame Red Bull ist. Dieses Rennen wird halt richtig schwer. Aber ich zu weit raus. Scheiße! Okay. Die Runde war auch nicht perfekt.
Ritter. Ah, jetzt rutscht ich halt ab. Man merkt halt richtig, wie dieser Motor einem wehtut. Grosjean ist hinter mir. Ah, zu Q3 zu kommen wird schwierig. Wird wirklich schwierig. Aber okay, vielleicht kriege ich ja über die letzte Schikane und über die Stadt Ziel noch ein bisschen was an Zeit nachher rausgeholt. So, dass es vielleicht halt ein Platz 5 wird. Vettel ist aber auch langsam. Der Vettel. 10. Scheiße. Bin ich tatsächlich noch hinter die Force India gerutscht. Ach, so ein Rick. Die same motor ist scheiße. Okay. Acht Minuten, neues haben wir so. Ich werde nochmal raus müssen. Wo lasse ich denn Zeit liegen? Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,24,3. Eine ganze Sekunde im Sektor 2. What the fuck? Wo kommt das her? Holy shit. Das ist halt echt kacke. Eine ganze Sekunde in Sektor 3, die ich langsamer bin. Wir sind 15. auf dem Temporadar. 217,4 Kilometer pro Stunde. Dann sind, Alter, 14. Das ist halt super schwer. Der ist halt überall besser als ich. Ziemlich hart. Unsere Position ist genau die, die wir erwartet haben. Gut gemacht. Alles bereit. Last try. Letzter Versuch, jetzt nochmal rauszuholen. Irgendwoher müssen diese 14. kommen. Halbe Sekunde muss ich schneller werden. Mindestens. Wenn nicht im Endeffekt sogar noch mehr. Ich habe so viel Sprit dabei. Nein. Halbe Sekunde muss ich irgendwie schneller werden. So, ich versuche mir jetzt halt richtig schön Zeit zu lassen, ne?
Verballer ein bisschen Sprit. Ich versuche mir halt jetzt so viel Zeit zu lassen, dass alle anderen in der Zwischenzeit rausfahren, weil das müssten sie jetzt gleich eigentlich. Weil halt keiner mehr vor mich kommen kann. Deswegen werden wir jetzt hier echt mit unter 100 hin und her tuckern. Warten wir, die fahren bald mal. Eigentlich müssten die ziemlich... Ah, da kommt der Erste. Ich hoffe nur nicht, dass man hier disqualifiziert werden kann, weil zu langsam. Da so ein Problemchen. Ich bin nämlich deutlich zu früh rausgefahren. Ich muss jetzt an denen vorbei. Wenn die noch in der Box chillen, hoffentlich. Okay, den Ferrari, den snacke ich mir noch. Alles klar, okay, hat doch funktioniert. Hi Leclerc. Es war viel zu langsam. Okay, die müsste besser sein, die Runde. Von den Zwischenzeiten her. Come on, please! Yes! 4! Sehr schön! Auf Platz 4 vorgefahren. Ich weiß nicht wie, aber es hat funktioniert. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ich möchte natürlich auch meinem Rivalen nicht im Weg stehen. Also Butler ist ja eigentlich nicht mein Rivale. Aber meinem Erzfeind kann man ihn nennen. Ich bin ja hier der faire Fahrer von uns beiden. Keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist. Spurenwechsel hier, ey. Grosjeans? Okay, der ist schon langsam. Alles klar.
Top 10, wer fährt noch? Die fahren eigentlich alle, glaube ich, nicht mehr. Müssten eigentlich alle durch sein. Heißt, eigentlich müsste es funktioniert haben. Hoffe ich, bete ich. Da war Nico, glaube ich. Sehr schön. Sehr schön. So, Nico startet von 15. Devin ist raus. Lukas ist raus. Checo ist noch da. Aber okay, mit einer 6 wäre ich jetzt auch zufrieden, theoretisch. 6, 7 und den Dreh halt best of the rest, ne? Da wäre ich jetzt eigentlich fein mit. Los. Müssen wir nur gucken, wie wir das hinkriegen. Aber okay, ist schon mal gut, dass wir das in Q3 geschafft haben. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir die gute Zeit noch rausfahren. Natürlich muss ich warten. Und das wird halt jetzt schwierig. Das wird halt jetzt ziemlich schwierig. Ich habe gefragt, warum sind die Boxen da alle leer? Die sind ja schon raus. What says die Verbrennungsmotor? Die Verbrennungsmotor says 74%. Gut, ich wollte noch 75 nach der Quali haben, ne, wenn wir ehrlich sind. Moin, moin. Ich wollte noch 75 haben, das ist er gleich. Nach Q3. Ich kann auch ein bisschen auf Pad fahren. Nimm zwar den Motor wieder auseinander, aber ich muss spritlos werden, weil ich den wieder vergessen habe umzustellen. Am liebsten würde ich halt jetzt wieder nur ein Stint fahren, aber bestimmt nicht, weil mein erster Stint in der Regel kacke ist, weil die Strecke kalt ist. Oh, das wird schon mal keine gute Schnelle, weil ich viel zu lange durch die Schikane gekommen bin. Naja, schauen wir mal. Boah, durch die erste Kurve, ne, schwimmt man auch mehr als andere, ey. Holy shit. Aber die war gut. Weil die am Limit gefahren war. Genau wie der Rest von Sektor 1 gerade. Und da war ich wieder ein bisschen langsamer. Der kann ich halt nicht so beschleunigen wie die KI. Es geht nicht, sonst dreht sich der Karren weg. Aber es passiert eine ganz gute Runde. Schauen wir mal. Ja, hier bremse ich immer zu früh, ey. Oh gut, besser zu früh bremsen als zu spät, ne? Bisschen gewackelt. ...1,24 glatt. Und das wird ne... Oh, 1,22,5. Holy shit. Alter, ich bin noch nie so schnell hier gefahren. 2 Sekunden schneller als der Red Bull. Holy shit. Mit Controller ist hier echt nicht toll zu fahren. Ja, mit Controller ist generell nicht toll zu fahren. Generell so Parabolika ist so ein Scheiß, ist halt echt schwer, weil du sehr viel nachkorrigieren musst. Wenn du nicht gerade mit Topspeed unterwegs bist.
Aber ja, es geht. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Oh, okay. Ja. Ja, ist gut. Dann fahre ich vor, ist okay. Aber geh mir nicht auf den Sack den Rest der Runde. Leclerc, Alter! Was habe ich gerade gesagt? Willst du jetzt vor oder nicht? Ich weiß es nämlich nicht. Welche KI bist du am Fahren? Also Schwierigkeitsstufe ist, glaube ich, 70 um den Dreh. 70 müsste es eigentlich sein. Was macht der da? Ja, 70. 65 oder 70 um den Dreh ist die KI-Schwierigkeitsstufe. Na komm, willst du jetzt oder? Ne, du willst nicht, weil du jetzt wieder weit gehst. Na komm, fahr. Wir gehen doch wohl nicht nebeneinander in die Box, oder? Oh Gott, wir gehen nebeneinander in die Box! Da hat wer seinen Frontflügel verloren und ich war es zur Abwechslung mal nicht. Tja. Ich wollte ihn vorlassen. Sollte die 1,22 reichen für Pole, will ich hoffen. Errechnete Pole war 1,23,4, glaube ich. Aber ich bin nur so gefreut über die Pole, weil im Training und so hatte ich halt jemanden 1,24 noch was um den Dreh. Aber ich habe gemerkt, dass ich durch den ersten Sektor viel besser durchgekommen bin. Von der Geschwindigkeit her, aber viel mehr geschwommen bin. So, das war halt echt wenig Grip. Wie viel habe ich auf meinen Startreifen? Okay, 8 oder 10. Die beiden sind das. Hoppala, nee, auf Reds will ich jetzt nicht unbedingt raus. Nur der hier macht mir Probleme. 22,5. Der hier macht mir Probleme. Auch von der Geschwindigkeit her. 100 Runden noch, klar, es reicht locker für dieses Rennen. Und vor Monaco wechsle ich dann einmal einen Verbrennungsmotor. MGOH, die kann Monaco noch mitgefahren werden. Das ist nicht das Problem. Und dann wird die auch gewechselt. 1,22. Nee, reicht nicht für Paul. Guck mal. 1,22,5 und Verstappen fährt 1,22,3. 205,7. Ja, dass ich langsamster bin, weiß ich. Deswegen meine Dinge. Das ist auch noch in Sektor 1. Wie zur Hölle soll ich den Sektor 1 noch schneller fahren? Außer vielleicht die Parabolika wirklich noch weiternehmen. Aber wenn ich halt inner fahren kann, fahre ich auch weiterhin. Und Verstappen holt dann Sektor 3. Ja, Sektor 3 ist, weil ich die Schikane-Scheiße genommen habe, die letzte. Der wird dich im Rennen ausbremsen, der Motor. Ja, ich weiß, der bremst dich jetzt schon aus. Des Todes. Du fährst ein klasse Rennen. Wir liegen wieder viel weiter vorn, als wir erwartet hatten. Habe ich noch Reifen? Nee, habe ich nicht. Minus 0,08. Das sind aber meine Startreifen, glaube ich. Oh. Also, den habe ich zurückgegeben, das Paar. Mikrofon muted. Das Problem wird. Ach komm, scheiß drauf, ich fahre nicht nochmal. Ich glaube nicht, dass ich aus den Reifen nochmal schneller raushole. Oder? Ja. Ja, doch, komm. Probieren wir es nochmal. Nein! Schon wieder vergessen, Sprit runterzustellen. Ich bin ein Idiot. Ja, ich fahre nochmal raus und dann. Schauen wir mal. Aber ich bin noch vor Mercedes und Ferrari, das ist schon mal schön. Noch. Das wirst du holst, die Pole. Schauen wir mal. Auf den angeschlagenen Reifen. Ich fahre nur jetzt schon mal ein bisschen auf Max. Das zerstört den Motor zur Ort des Todes, aber ich muss spritlos werden. Und ich muss jetzt erstmal wieder warten, bis die anderen rauskommen. Heißt, das wird jetzt erstmal wieder eine Kaffeefahrt. Die Outlap.